im ersten Jahr der ersten sozialliberalen Koalition in Österreich ist sehr, sehr viel geglückt. Und vor einem Jahr waren wir im Lockdown. Damals hätten wir nicht erwartet oder befürchtet, dass wir bei der Feier zu einem Jahr auch wieder im Lockdown sein müssen. Und so war das letzte Jahr geprägt von dieser Corona-Krise, aber auch geprägt in der Regierungsarbeit von Stabilität und Fortschritt. Und das gemeinsame konstruktive Arbeiten und vor allem auch das ambitionierte Arbeiten auch für die Zukunft, für Fortschrittsprojekte hat uns immer geeint. Und dafür auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an dich, aber auch an die Clubs, die diese Zusammenarbeit auch koordinieren und die gemeinsamen zwei Parteien, die auch hier Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen. Aber selbstverständlich sind wir auch unterschiedliche Parteien, haben unterschiedliche Auffassungen, diskutieren sie auch im Hintergrund, um dann auch geschlossen und gemeinsam aufzutreten. Das ist die Erwartung auch der Bevölkerung an die Regierung. Und das ist vor allem in einer Krise wichtig, konstruktiv und gemeinsam zu arbeiten. Denn es gibt genug zu tun. Und ich halte es für schwer erträglich, wenn in Regierungszusammenarbeiten immer nur das Trennende in den Vordergrund gestellt wird. Und wenn die Bundesregierung beschäftigt war mit eigenen Korruptionsfällen, haben wir daran gearbeitet, Kontrollmechanismen und Transparenz zu unterstützen. Und wenn die Bundesregierung damit beschäftigt war, die Corona-Pandemie im Sommer abzuschaffen und für beendet zu erklären, haben wir uns darum gekümmert, niederschwellige Impfangebote auch zur Verfügung zu stellen. Und als die Bundesregierung in der Hochphase jetzt vor dem Lockdown gemeinsam im Streit wieder versunken ist, haben wir uns darum bemüht, einen gemeinsamen, konsequenten Weg auch in Wien zu gehen. Und gleichzeitig zeigen wir jeden Tag, wie viel Innovation auch in dieser Fortschrittskoalition steckt. Mit Freitag wurde der Lockdown beschlossen und verkündet. Damit sind die Bäder auch geschlossen worden. Und mit heute ist es schon gelungen, Bäder für Impfstraßen vorzubereiten. Übers Wochenende wurde hier gearbeitet von unterschiedlichen Abteilungen, Stadtrat Hacker und ich und die zuständigen Abteilungen, um in dieser Woche auch noch Impfstraßen in Wiener Bäder zur Verfügung zu stellen. Und dieses Beispiel soll zeigen, wie innovativ, wie schnell wir auch in dieser Regierung arbeiten und wie stark wir uns darum bemühen, Lösungen zu bringen, die auch Bestand haben und vor allem auch der Bevölkerung etwas bringen. Wir sind damit auch das Gegenmodell zum bestehenden System von Kurz gewesen und sind es, indem wir zeigen, wie fortschrittliche Koalitionsarbeit auch funktionieren kann. Es ist jetzt ein Jahr vergangen. Meine erste Handlung damals als Vizebürgermeister war etwas, das mich bis heute sehr, sehr stark beschäftigt. Ich habe nämlich als erstes zu einem runden Tisch eingeladen, um gemeinsam für offene Schulen und Kindergärten mit entsprechendem Sicherheitskonzept auch einzustehen. Das war damals vor einem Jahr, ist jetzt umso aktueller mit dem Lockdown, weil es in diesem Lockdown auch gelungen ist, den Präsenzunterricht und die Schulen offen zu halten. Das halte ich für die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen für essentiell, aber auch für den Lernerfolg, weil wir aus den bisherigen Schullockdowns sehr, sehr viel noch mitgenommen haben, dass wir auch jetzt noch aufarbeiten müssen, psychische Erkrankungen, Lerndefizite. Und deshalb war es mir besonders wichtig, hier im Schulbereich auch Präsenzunterricht weiterhin zu ermöglichen mit, und das ist immer wichtig dazu zu sagen, einem guten, einem sinnvollen Sicherheitskonzept. Und da sind wir in Wien ganz weit voraus, weil wir früh und rechtzeitig begonnen haben, uns um diese Sicherheitsmaßnahmen auch zu kümmern. Vor einem Jahr damals bei diesem runden Tisch haben wir gesagt, rechtzeitig pädagogisches Personal testen, als erstes Pädagoginnen und Pädagogen impfen. Ich bin sehr froh, dass wir das gemeinsam in der Stadtregierung auch gemacht haben, nämlich einen starken Augenmerk auf die Kindergärten und auf die Schulen auch zu legen. Und jetzt ist vor allem wichtig, dass wir ein flächendeckendes Testsystem ausgerollt haben mit PCR-Gurgeltests an jeder Schule zweimal, viele machen das dreimal die Woche, um so auch einen guten Überblick über Infektionen zu haben, Infektionsketten zu durchbrechen und rechtzeitig draufzukommen. Wir haben in keiner anderen Bevölkerungsgruppe so ein intensives Testsystem und deshalb ist es auch gut, wenn wir Fälle identifizieren können, um so auch ein sicheres, offenes Schulsystem zu gewährleisten. Und es ist ein besonderer Dank den Pädagoginnen und Pädagogen und Direktorinnen und Direktoren auszusprechen, weil in der Krise oft
Sachen sehr kurzfristig kommen und von Freitag mit dem Beschluss bis Montag war nicht besonders viel Zeit. Und das ist eine große Herausforderung für die Schulen und Bildungseinrichtungen, die hier wirklich Großartiges auch schaffen. Und deshalb ist es uns auch wichtig, hier die Kindergärten und die Schulen zu stärken und sie zu unterstützen, weil sie ganz wesentliche Bausteine sind, um Bildungsaufstieg in dieser Stadt auch zu ermöglichen, um Aufstieg durch Bildung zu garantieren. Und jetzt in der Pandemie unterstützen wir Kindergärten und Schulen ganz speziell. Wir haben auf den Weg gebracht und bis zum März wird jeder Wiener Schüler auch eine administrative Unterstützungskraft bekommen, jede Wiener Pflichtschule. Das ist wesentlich, weil wir sehen, wie groß auch der Verwaltungsaufwand an Schulen ist und durch die Pandemie auch geworden ist. Und es ist jetzt auch durch die Budgetverhandlungen gelungen, mit starkem Fokus auf die Bildung, dass bis März jede Wiener Schule auch eine administrative Unterstützung, das heißt ein Sekretariat, auch bekommt. Und besonders herausgefordert sind auch die Kindergärten jetzt in der Pandemie. Und uns ist wichtig, dass die Kindergartenplätze, die es in Wien gibt, in einem sehr großen Ausmaß mit geringen Schließzeiten und vielen Öffnungstagen erhalten bleiben. Und jetzt mit der Regelung ist es Eltern und Kindern freigestellt, auch zu Hause zu bleiben. Das ist auch gut, dass es hier diese Entscheidungsmöglichkeit auch gibt. Aber dadurch werden natürlich Kindergärten mit fehlenden Plätzen auch konfrontiert sein, Ausfälle haben. Und hier werden wir auch eine Corona-Sonderförderung auf den Weg bringen, um Kindergärten zu unterstützen und vor allem jeden Platz, den es auch gibt, sicherzustellen. Das sind Themen, die wir unmittelbar zu tun haben, um Kindergärten und Schulen zu unterstützen. Aber wir haben auch abseits davon in den Budgetverhandlungen einen starken Fokus neben Klimaschutz und Arbeit auf Bildung gelegt. Mit übernächsten Jahr werden wir das erste Mal 1 Milliarde Euro für die Kindergärten ausgeben, ungefähr 1% des BIPs, was auch international und von vielen Expertinnen und Experten auch gefordert wird. Wir werden im Kindergarten ausbauen die Sprachförderung, weil bei der Frage des Aufstiegs auch die Sprachkompetenz ganz essentiell ist und haben wir heuer schon 50 neue Sprachförderkräfte eingestellt und werden die Stunden des Assistenzpersonals in Kindergruppen auch verdoppeln. Auch das ist schon in Vorbereitung und wird ausgerollt werden. So haben wir beim Doppelbudget 2022-23 für den Schulbereich um 15% mehr als 2020.